Hallo und herzlich willkommen. Man müsste mich sehen, man müsste mich gleich auch hören. Und unsere Redner dürfen sich auch schon dazuschalten. Auch mit Kamera gerne. Die müsstet ihr auch immer noch. Jetzt kann Wunderbar. ich sagen. Da seid ihr. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr euch alle eingeschaltet habt. Ich sehe einige Bekannte tatsächlich unter den Teilnehmern. Schön, dass ihr alle da seid. Und herzlich willkommen einmal zur Session. Erfahrungen eines Scrum Masters im Produktionsumfeld. Und wir begrüßen unsere beiden Redner für diesen heutigen Impuls. Und zwar einmal Ivo und einmal Karl-Heinz. Schön, dass ihr da seid. Ivo, du bist bereits, wenn mich nicht alles täuscht, und LinkedIn oder Xing, ich weiß gar nicht, wo ich euch gefunden habe, lebenslänglich tatsächlich, bei der Heidelberger Druckmaschinen AG. Ist das richtig? 25 Ja, Jahre bist du schon da. das passt relativ gut, ja. Also wir sind beide schon ziemlich lange da. Der Kalle noch ein bisschen länger als ich und ich habe jetzt gerade so 25-jähriges Firmenjubiläum, ne? Also von daher. Da, dann Das ist herzlichen Glückwunsch dazu. schon cool. Danke. Du gehörst dann quasi ja schon mit zum Inventar, könnte man fast sagen. Karl-Heinz auch, der ist nämlich 32 Jahre da, ne? Ja, Also schon eine noch ganze mehr Weile da. Inventar. Aber so fühlen wir uns nicht. Achtung. Ja, das meinte ich nicht. Ja, das heißt aber, ihr habt eine ganz ganze Menge mitbekommen von der Heidelberger Druckmaschinen AG, ein ganz ganz viel Wandel höchstwahrscheinlich auch über die letzten 30 Jahre und könnt uns enorm viel erzählen. Da bin ich sehr sehr gespannt drauf. Ivo, du warst sogar lange nebenbei, sage ich jetzt einfach mal ganz ganz abgekürzt, Dozent für Produktionssystem und digitale Transformation sogar an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Eine Ja. ganze Zeit lang, knapp 10 Jahre, ne? Ivo, wann hast du denn eigentlich deine Vorliebe für Agilität entdeckt? Ja, eigentlich bei mir hat es angefangen, also man muss jetzt immer wissen, ne? Wir Das kommen beide, machen so, ich sag mal, Lean Management, Wertstromoptimierung, Verschwendungsvermeidung, schlanke Prozesse. Und da haben wir uns natürlich immer auch so um Angestelltenbereiche irgendwann gekümmert. Erstes Werkstatt, da merkt man, Achtung, da gibt es auch noch was anderes und es war immer sehr zäh. Und irgendwann weiß ich, meine Frau ist im Softwareentwicklungsumfeld und die kamen, hey, wir machen Agile Software Development und Scrum und irgendwelche Backlogs. Und ich habe es erstmal nicht kapiert. Irgendwann habe ich also ein Buch besorgt. Das ist da so ein grünes, bekanntes, wo man liest und sieht, eigentlich habe ich das Produktionssystem für Projekte oder auch indirekte Bereiche, ne? Wo ich eben nicht in klar spezifizierten Aufgaben ticke und trotzdem Transparenz, Verschwendungsarmut und Takte und solche Dinge, die wir eigentlich sehr gut kannten, hinbekommen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Anfang auch für uns, uns sich damit zu beschäftigen und merken, Achtung, da geht was. Ne? Und das war noch vor der Zeit, wo es eigentlich überall in aller Munde war, auch außerhalb der Software. Also von daher, ja, und so sind wir eigentlich mit auch zugekommen. Ja. Spannend, danke schön. Karl-Heinz, du bist Projektleiter für Komplexitätsmanagement, und agile Produktion, bist seit 32 Jahren eben auch schon dabei. Magst du uns einmal vielleicht in 3 Worten beschreiben, ja, was deine Rolle am besten beschreibt im Unternehmen? Gut, 32 Jahre dabei, aber ich habe keine Position länger als 5 Jahre inne gehabt. Das heißt also, eines der Schlagworte ist mit Sicherheit Veränderung. Und das ist ja auch was sagen wir mal, die heutige Arbeit von uns prägt. Wir verändern, ne? Wir sind so eine Art interne Beratungsgesellschaft hier bei Heidelberg und das ist eine der, ich sag mal, der Schwerpunkte bei uns, Veränderung. Aber das zweite oder das vielleicht sogar das wichtigere Wort wäre Veränderung mit Menschen. Also Veränderung gestalten mit anderen. Ich war lange unterwegs mit Personalverantwortung in verschiedensten Funktionen und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, die Mannschaft mitzunehmen, also die Leute mitzunehmen, weil du kannst nur erfolgreich sein, wenn du eine erfolgreiche Mannschaft im Rücken hast. Und das hat mir lange in meinen verschiedenen Aufgaben in der Produktion geholfen. Das hilft mir jetzt auch extrem in der Rolle Agilität, Scrum Master. Einfach, es macht Spaß, mit Gruppen von Leuten Veränderungen zu gestalten. Ne? Und wenn du die mitnimmst und du hast erfolgreiche Teams, dann kannst du einfach nur gut sein. Ja, eben, wunderbar. Klingt doch sehr, sehr spannend. Heidelberger Druckmaschinen AG, euer Arbeitgeber, den gibt es auch schon seit 160 Jahren, habe ich jetzt gerade gelesen. Das finde ich auch total beeindruckend tatsächlich. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist eben jetzt auch euer Ziel, den Weg für eine digitale Zukunft einmal zu ebnen. Und deswegen bin ich einmal super gespannt, was ihr ja gleich zu erzählen habt. Vielleicht einmal für unsere Teilnehmer nochmal so 2
Zwei organisatorische Anmerkungen. Ihr kennt wahrscheinlich schon das Fragentool. Das heißt, auch wenn wieder Fragen sind, die klären wir gerne wieder zum Schluss. Ich werde mich gleich mit Kamera wieder ausschalten, aber gerne die Fragen entgegennehmen und sie dann später unseren Referenten einmal stellen. Also Fragen im Fragentool und die Videos gibt es im Nachgang, wenn möglich eben auch wieder digital auf unserem YouTube-Channel. Und ansonsten wünsche ich euch und uns ganz viel Spaß, euch beim Vortragen und uns beim Zuhören. Und ich übertrage euch einmal die Moderationsrechte und dann dürft ihr gerne starten. So, ihr seid Moderator. Klickst du mal an. Genau. Das sieht gut aus. Wir können nur noch auf unser PowerPoint wechseln wahrscheinlich und dann soll es funktionieren. Genau. So, jetzt müsste Vollbild zu sehen sein. Klappt, super. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los mit unserem Vortrag Scrum im Produktionsumfeld. Vielleicht noch eine Vorbemerkung, bevor wir loslegen. Warum sind wir zu zweit hier, der Ivo und ich? Man hat gemerkt, wir haben verschiedene Werdegänge bei der Firma Heidelberg und uns war es auch wichtig, im Rahmen unseres Vortrags so verschiedene Positionen, Ivo, die wir vor allen Dingen... Ja, und auch beantworten zu können. Genau, beim Frage- und Antwortspiel einbringen können, das war uns wichtig. Also von daher Fragen notieren und wir freuen uns, wenn wir das am Schluss dann entsprechend tun können. Gut, zum Vortrag selber. Ich würde beginnen mit dem Thema Heidelberg. Dann würden wir was sagen zu agilen Methoden und vor allen Dingen das Thema Produktionsumfeld, Erfolgsfaktoren. Das wäre so der Schwerpunkt unseres Vortrags heute. Mal gucken, wie gut wir das alles hinbekommen. Zur Firma Heidelberg. Firma Heidelberg, wir sind der Weltmarktführer im Bereich Bogen-Offset-Lösungen, haben also einen Weltmarktanteil von 30-40%. Konzernumsatz war im letzten Jahr etwas niedriger, der liegt so etwa um die 2 Milliarden im Moment, aber immer noch ein sehr, sehr hoher Exportanteil. Das heißt, fast alle unsere Maschinen gehen in den Export. Wir haben ungefähr 11.000 Mitarbeiter im Moment noch beschäftigt. Und Heidelberg ist ein sehr internationales Unternehmen. Das heißt, man findet Heidelberg-Vertretungen in fast jedem Land der Erde. Unsere Produktionsstandorte liegen vor allen Dingen in Deutschland, aber wir haben auch unten hier rechts zu sehen ein großes Montagewerk, was in der Nähe von Shanghai in China liegt. Jetzt ist es so, für diejenigen, die noch nie eine Druckmaschine gesehen haben, das sind die Maschinen, die wir herstellen. Sehr, sehr große, sehr, sehr schwere Maschinen, sehr, sehr komplizierte oder komplexe Maschinen mit bis zu 100.000 Einzelteilen. Obwohl die Maschinen hier mit einer hohen Geschwindigkeit arbeiten, mit einer hohen Produktivität arbeiten, sind Druckmaschinen die Uhren des Maschinenbaus. Also viele unserer Toleranzen messen wir in Hundertstel oder messen sie in Tausendstel Millimeter. Also Werkzeugmaschinenpräzisionen sind für uns nichts Unbekanntes. Jetzt hat die Firma Heidelberg einen Wandel vollzogen. Wir kommen also klassisch als Maschinenbauer von der Maschinenbauecke und haben Druckmaschinen gebaut. Aber heute bietet Heidelberg im Prinzip die komplette Lösungskette, den kompletten Workflow einer Druckerei an. Das fängt an mit Softwarelösungen, das geht über zu Plattenbelichtungen, digitale Maschinen, die digitale Drucke herstellen können. Natürlich dann der Bereich Bogen und der Bereich Weiterverarbeitung, also Kleben, Falzen, das sind auch Maschinen, die der Kunde bei Heidelberg beziehen kann, also im Prinzip das komplette Equipment einer Druckerei. Das hat aber dazu geführt, dass die Komplexität im Unternehmen extrem gestiegen ist. Und da sind zwei Dinge, ich sage mal, etwas unglücklich zusammengekommen für die Heidelberger, nämlich das eine Thema ist, wir haben uns zum Lösungsanbieter entwickelt und dann kam ein großer Wechsel in der Printmedienindustrie. Das heißt, die Printmedienindustrie hat sich extrem verändert in den letzten 10, 15 Jahren hier in Deutschland beziehungsweise weltweit. Das ganze Handwerkliche ist weggebrochen. Wir haben heute Druckdienstleister, die sehr, sehr industriell arbeiten, was dazu geführt hat, dass, obwohl das Druckvolumen weltweit weiter steigt, wir immer weniger Maschinen verkaufen. Und da ist ein enormer Druck auf Heidelberg entstanden. Wir müssen uns ändern. Ein Teil der Änderungen ist das Thema Hinwenden zum Thema Agilität und was das genau bedeutet, das wollen wir heute in unserem Vortrag ein Stück weit vorstellen. Ja, und da merkt man, auch bei uns ist man mit den, ich sage es mal, da 160 Jahren Tradition, hat sich doch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren eine Menge getan. Das eine ist, wir verkaufen eben nicht nur Maschinen und reparieren die, sondern wir reden über neue Geschäftsmodelle. Datenbasiert, wir reden über Geschäftsmodelle, Subscription, das heißt kombinierte Dienstleistungs-, Software-, Maschinenpakete. Wir reden über Digitaldruck, wir reden über mehr Kooperationen mit Dritten, etc. etc.
Und so sind wir, sag mal, unsere Kernkompetenz ist Beherrschung des Komplizierten. Das heißt, viele Beteiligte, Teile, Menschen etc. Aber im Großen und Ganzen in einem klaren, logischen und auch vorhersehbaren Zusammenhang zum Komplexen, wo eben nicht mehr ganz klar ist, was passiert und möglicherweise auch sich nächstes Jahr die Welt anders darstellt, als man es heute erwartet hätte. Und das ist so dieses Typische, das kennen Sie, VUCA-Welt, ne? Volatil, unsicher, komplex und auch mehrdeutig, nicht mehr so ganz klar schwarz-weiß oder in irgendeiner Form. Also wir haben schlichtweg gemerkt, dass wir oft mitunter das Bedürfnis haben, schneller zu werden, zielsicherer zu werden, kundenorientierter zu werden. Und so haben wir auch begonnen, in der Entwicklung über agile Projekte zu diskutieren. War ich persönlich auch mit dabei. War 2 Jahre früher, als wir es in der Produktion getan haben, also jetzt ungefähr 6 Jahre her, haben wir in Entwicklungspiloten gestartet und arbeiten auch heute dort noch in agilen Projekten, also in Scrum-Projekten speziell. Und wir haben 2 Jahre später ungefähr auch in den Projekten bei uns aus der Produktion heraus angefangen, im Scrum zu arbeiten. Da muss man immer wissen, in der Produktion sind das jetzt keine Produktentwicklungsprojekte für die externen Kunden, sondern das sind Produkte für interne Kunden. Das heißt Hallenumzüge, neue Prozesse, Investitionsprojekte. Es können auch, das waren bei unseren Piloten nicht dabei, natürlich das in Serie bringen neuer Produkte sein. Auch das sind Projekte typischerweise. Aber man muss auch wissen, natürlich in der Produktion ist man immer mit dran. Oberstes Gut ist, dass der Kunde pünktlich seine Maschine, seine Dienstleistung oder sein Produkt bekommt. Und wenn es dort brennt, dann hat man immer natürlich einen Konflikt mit Projekten. Aber wir haben begonnen mit 5 Projekten dieser Art, haben die bewertet, begleitet. Da waren einige dabei, die waren erfolgreich. Andere waren, wo wir sagen, die Leute sagten, ja, wir würden es schon wieder machen, aber irgendwas müssen wir anders machen. Ne? Und wir sind immer noch dabei, sagen wir es mal so. Also das insgesamt war das, was hängen geblieben ist aus den Pilotprojekten, hat doch die Begehrlichkeit gerade derjenigen, die erfolgreiche Projekte wollen und auch dafür die Methodik und auch den Mindset wollen, Wiederholungstäter geschaffen. Ne? Man muss vielleicht auch nochmal, um verstehen zu können, was die Erfolgsfaktoren bei uns in dem Umfeld sind, ein bisschen die Rahmenbedingungen, die sind ein bisschen anders, als es im Entwicklungsumfeld typischerweise ist. Das heißt, diese Projekte sind meistens hochgradig interdisziplinär. Das heißt, wir haben Vertreter der Werkstatt, des Büros, also der Arbeitsvorbereitung zum Beispiel, der IT, Facility Management. Das heißt, ich habe Teammitglieder, die kommen aus unterschiedlichen Abteilungen, unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Ecken des Werksgeländes. Die haben im Regelfall auch immer noch operative Aufgaben, wenn es brennt. Ja, wo wir uns bemühen, dass sie das, was, wenn es brennt, dann zu tun, ne, wenn sie nicht Scrum machen. Ne? Das heißt, wir machen eigentlich so Scrum-Projekte, so 2-Tage-Scrum oder auch 3-Tage-Scrum und versuchen, diese Tage frei zu bekommen. Ja, es war in der Anfangsphase auch so, da gab es einen, sagen wir mal, sehr Management-Fokus. Das heißt, wir hatten einen Vorstand, der es auch initiiert hat, der es gewollt hat. Das ist mittlerweile ein bisschen, sag mal, ruhiger geworden. Nicht? Aber wie gesagt, wir sind immer noch dabei, haben bestimmt in der Zwischenzeit 15 Projekte sowas am Start gehabt oder mit durch, sind aktuell auch wieder in 9 dabei. Das heißt, das hat bei uns sich doch mehr als nur so eine Eintagsfliege auf Management Support zumindest mal auf der Schiene entwickelt. Wir träumen natürlich immer noch von mehr, aber das ist so der Stand. Wichtig für uns sind ein paar Erfolgsfaktoren, die wir darstellen wollen, Karl-Heinz. Genau. Der Ivo hat die Rahmenbedingungen genannt. Und die Rahmenbedingungen zwingen uns einfach dazu, bestimmte Dinge anders zu machen und vielleicht nicht so zu machen, wie sie im klassischen Scrum gehandhabt werden. Also ich will jetzt nicht mehr auf das Thema agile Methode Scrum, was ist das, wie geht das eingehen, sondern wirklich nur mal hier plakativ die 5 aus unserer Sicht die 5 wichtigsten Erfolgsfaktoren, die wir ausgemacht haben beim Thema Scrum im Produktionsumfeld, einfach mal nennen. Ne? Der Ivo hat schon gesagt, Kapazitäten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist unser ständiger Kampf darum,
die Spezialisten, die wir brauchen, in der Zeit, wo wir sie brauchen, in die Projekte reinzukriegen. Und dann das Thema Co-Location, gemeinsame Räume. Kultur, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie entwickle ich denn diese Teams und wie entwickle ich diese Teams dann eben auch weiter? Transparenz wird ein Thema sein. Und beginnen würde ich gerne mit dem Thema Scrum Starterpaket. Das klingt so ein bisschen sperrig. Vielleicht wird das etwas weniger sperrig, wenn ich die nächste Folie gezeigt habe. Wir haben, wie der Ivo es gesagt hat, am Anfang mehrere Pilotprojekte gestartet, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Und wir haben uns natürlich gefragt, warum waren denn die mehr oder weniger erfolgreich? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir in einigen Projekten Dinge gut gemacht haben, die wir dann eben auch zum Standard erhoben haben. Das fängt damit an, dass wir natürlich erstmal die Frage stellen, ja, ist denn dieses Projekt, was wir jetzt da lostreten wollen, ist das überhaupt für diese Scrum-Methode geeignet? Wenn wir diese Frage positiv beantwortet haben, ist der nächste Schritt zu sagen, okay, lass uns mal an dem Thema Produktvision, oder Ivo, wie es heute heißt. Ziel, also das ist die Folie, müssen wir vielleicht mal anpassen und uns auch mal Gedanken machen, was der neue Scrum-Guide für uns bedeutet. Also dieses Thema Produktvision, Produktziel ist der nächste Punkt und da vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich habe also ein Projekt angefangen, das war schon angestoßen und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen jetzt mal so einen Workshop machen und über das Ziel reden. Und haben alle gesagt, oh nee, wir wissen ja eigentlich schon genau, um was es geht und wir haben aber schon so eine Projektdefinitionsblatt und eigentlich ist das verschwendete Zeit. Und dann haben wir die Mannschaften da bekniet, vor allen Dingen das Management bekniet, zu sagen, komm, also anstelle eines eintägigen Workshops machen wir einen halbtägigen Workshop. Dann haben sie alle irgendwie zähneknirschen gesagt, ja, halber Tag wird schon irgendwie gehen, aber ist eigentlich unnötig. Und dann haben wir den halben Tag gemacht und das Ergebnis war, boah, gut, dass wir den Tag gemacht haben oder den halben Tag gemacht haben, weil das Ergebnis war, diese Klarheit, die wir uns gewünscht haben, war überhaupt nicht da, obwohl die Beteiligten mit dem festen Bewusstsein in die Veranstaltung reingegangen sind. Wir wissen, um was es geht. Und das ist eine Erfahrung, die haben wir jetzt schon öfter gemacht. Ja, also dieses Thema Vision, Ziel schärfen und dafür auch einen erheblichen Zeitraum reservieren. Das ist extrem wichtig. Und der zweite Schritt ist auch extrem wichtig, nämlich das Thema Methodenschulung. Weil im Produktionsumfeld, der Ivo hat es gesagt, wir sind keine Entwickler, die da jahrelang Erfahrung haben. In der Regel treffen wir auf Leute, die sagen, Scrum, was ist denn das? Und die haben da kein Bild, was das ist und was diese agilen Werte und Prinzipien dann auch für sie bedeuten, beziehungsweise für die Arbeit, die wir in den nächsten Wochen und Monaten von ihnen da abverlangen. Deshalb diese Methodenschulung ganz, ganz wichtig, die eben nicht nur das Methodenwissen vermittelt, sondern auch der erste Schritt ist, eigentlich hier so ein erfolgreiches Team zu formen. Also dieses Teambuilding, dieser eine Tag, wir machen da eben nicht nur Schulungen, wir machen so, ich sag mal, Spielchen, die aber einfach extrem dazu führen, dass die Mannschaften zusammenwachsen. Also Methodenschulung, Scrum, eigentlich unerlässlich, wenn ich im Produktionsumfeld mit einem Team starten will. Ne? Und dann beginne ich eben mit dem Prozess, ich mache den ersten Scrum-Tag und laufe dann mit dem Team in die Scrum-Arbeit rein. Also ganz wichtig, Einhalten dieses Scrum-Starter-Paketes als ein Erfolgsfaktor für die Arbeit im Produktionsumfeld. Ja, vor allen Dingen wichtig, weil der Drang, dieses, ach, den legen wir gleich los, ne, oft auch im Management sehr, sag mal, gerne gesehen wird und man einfach auch daran merkt, Achtung, wie hoch ist die Bereitschaft, sich überhaupt eben mit den Zielen auseinanderzusetzen. Und mit den Kapazitäten, wir haben es angedeutet, das ist natürlich der klassische Konflikt, den Scrum nicht löst. Das ist, dass operativ die Kolleginnen und Kollegen mitunter Aufgaben haben, nicht? Und wenn es brennt oder irgendwelche Dinge passieren, nicht? Ja, die eben, ich sag's mal vorsichtig formuliert, auch wichtig sind. Und der Projektarbeit. Und wenn es nicht gelingt, die Leute im Projekt arbeiten zu lassen und auch zusammenkommen zu lassen, dann wird auch das Projekt nicht gelingen. Das ist etwas, wo Scrum nichts daran ändert gegenüber klassischer Projektarbeit. Der Vorteil, so wie wir es machen, ist, dass wir eben fest definierte Zeiten haben, in der die Projektteammitglieder zusammenkommen. Und es hat sich auch bewährt, das Zusammenkommen in ein gewisses Maß zu monitoren, mitunter anonym, das heißt nicht mit Namen, das heißt solche Zettellisten, wo man per Selbstaufschrieb, einer sagt, ich war da oder nicht da, bei uns anonym und auch per Selbstausschrieb, aber wo man doch so ein Bild bekommt, das ist so rechts das Bild oben mit dieser grün-rote Flickenteppich, naja, waren denn die Ressourcen im Wesentlichen da oder waren sie nicht da, um auch den, sag mal, Ressourcenverantwortlichen, jeder, der im Projekt dabei mit hat, hat ja einen Chef, der sitzt woanders, der versteht das auch nur halb im Großen und Ganzen eine gewisse, und die trifft man dann im Review wieder, aber auch spiegeln zu können,
hat denn das Projekt eigentlich die Voraussetzungen, dort das abzuarbeiten, was es soll oder nicht? Also, dann geht es weiter, natürlich mit der Kultur. Sicherlich bei uns wichtig dadurch, dass die Leute aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen kommen, dass wir aus einem tradierten Unternehmen kommen, was doch, ich sag mal, eine hierarchische, eine hierarchische Historie hat. Und natürlich auch Vorgesetzte hat, die auch aus der Denke herkommen. Und da erleben wir eben Dinge, wie man plant die ersten Reviews und hat einen Takt, nicht? Und da heißt ja, schieb mal eine Woche, nicht? Ich bin gerade auf Dienstreise oder so von auch, sag mal, Auftraggebern. Und dann einfach auch klar zu werden, Achtung, wir arbeiten in einem Takt. Wir haben ein Commitment der Projektmitarbeiter, Dinge zu leisten. Aber dann sind wir fertig, machen Review, nicht? Wir machen Retrospektive, planen neu und dann geht der Takt weiter. Ne? Das ist doch genau das, was ihr wollt, verbindliche Ergebnisse. Ne? Und da wird nicht eine Woche geschoben, nur weil jetzt Dienstreise ist, sondern muss ein Vertreter her oder wie auch immer. Außerdem ist das Scrum-Team ja ohnehin kompetent, kann und darf selbst entscheiden. Also da merkt man ganz klar, da gibt es eine Menge Diskussionsbedarf. Da gibt es eine Menge, ja, auch, sagen wir mal, mit Vorgesetzten zu diskutieren. Und das ist aus dem Team heraus schwierig. Und wir merken, dass die Scrum Master Rolle in unserem Umfeld dort sattelfest zu sein, auch diskussionsfest zu sein, auch gegenüber den Mächtigen, sage ich jetzt mal, in der Firma, das heißt den Vorgesetzten, der Teammitglieder etc., ohne dadurch belehrend oder beleidigend oder irgendwie eine Autorität zu sägen. Das ist das Fingerspitzengefühl, denke ich, was man regelmäßig brauche und ich glaube, in einem wachsenden oder in einem größeren Maße brauche, als jetzt in einem Entwicklungsbereich, wo ich vielleicht idealerweise ein Team habe, die eh schon zusammenarbeiten und den gemeinsamen Chef haben oder irgendwie solche Dinge noch woanders, eine Situation, die wir vorfinden. Wichtig für uns auch, und das sind jetzt genau die Räumlichkeiten, hinter denen Sie, in denen Sie uns sehen. Wir haben in einem Hallenrandbau, eine ehemalige Fertigungshalle, also ein agiles Zentrum geschaffen. Hier können zwei Teams sich treffen, arbeiten, und diese zum Beispiel zwei reservierten Tage auch zusammen verbringen, mit kurzen Wegen. In der klassischen Projektarbeit im Produktionsumfeld ist es eher das gemeinsame Arbeiten nur in Projektabstimmrunden, ne, wo man redet. Und dann gehen alle wieder auseinander und dann wird irgendwie was fürs Projekt gemacht oder auch nicht. Aber hier sitzen wir zusammen, hier machen wir unsere Dailies, hier machen wir unsere auch Projektarbeit, haben Schreibtische hier, Besprechungsecken hier zum Stehen, zum Sitzen. Und wir haben aber auch unsere, sag mal, Zettelwände, die man rumrollen kann, wo zwei Teams gleichzeitig oder vier Teams insgesamt eben agil arbeiten können. Wir kommen auch noch dahin, die Räumlichkeiten waren jetzt in den letzten 13 Monaten ein bisschen weniger frequentiert. Es geht auch virtuell, kommen wir gleich nochmal dazu. Ein Erfolgsfaktor, und das ist auch das, wo wir regelmäßig, ich denke, auch Eindruck hinterlassen, das ist das Thema Transparenz. Dadurch, dass es jederzeit möglich ist, von einer Task über ein Product-Backlog-Item zu Produktvision eigentlich festzumachen, worauf zahlt denn das, woran jemand gerade arbeitet, eigentlich auf das Produktziel ein. Und aber auch die Transparenz der Abarbeitung, die Transparenz der Ergebnisse, die sich dann manifestiert, dass wir in Reviews, die oft diese Wände gerade zusammenschieben, eine kleine Agenda schreiben und dann das Team vorstellt, was es gemacht, geleistet hat und demnächst vorhat. Das hat eine ganz klare Dynamik, ne? Und man merkt auch, wenn man eben nicht schafft, was man sich vorgenommen hat, hat das meistens auch eine Korrelation zu der Ressourcensituation, die wir dort haben. Also das ist definitiv etwas, was wir in Projekten typischerweise in der Form, die wir anders managen oder klassisch für unsere Begriffe klassisch machen, in der Form nie haben, ne? Und da kommen wir auch wieder zur Kultur. Wichtig ist eben nicht das Fingerpointing oder wer ist schuld, dass es nicht geklappt hat, sondern dort eine konstruktive Atmosphäre aufrechtzuerhalten und gerade auch unter den unterschiedlichen Bereichen dort das Team zusammenzubringen. Zum Thema virtuell, kurzer Exkurs, das ist mein aktuelles Thema. Ich begleite unser SVH-Einführungsprojekt, ist jetzt sehr IT-systemlastig, Hälfte ITler, Hälfte Fachbereiche, die unterschiedlichsten, Logistik, Finanzen, Grunddaten etc. Dort arbeiten wir in einem, sag mal, Scrum-ähnlichen Ansatz. Scrum-ähnlich deswegen, weil wir ein Team haben mit 30 Personen oder knapp 30 Personen drin, die auch nicht alle Vollzeit im Projekt sind.
Wir arbeiten in Sprints, machen gemeinsame Dailies mit allen. Wir machen gemeinsame Retrospektiven mit allen. Das sind dann ausgewachsene Workshops mit Räumen und all dem ganzen Drum und Dran. Das ist ein bisschen, sage ich jetzt mal, aufwendiger. Aber wir haben uns gegen ein Modell dort entschieden, jetzt 3 Teams zu machen und die zu koordinieren. Das liegt aber im Wesentlichen auch an der virtuellen oder Arbeitsweise, wo eben die informelle Kommunikation in hohem Maße fehlt. Und dann wichtiger ist, alle zusammen zu haben, aber dann aber auch nicht mit allen unbedingt alles ausdiskutieren zu können, sondern dort das in einem Koordinationsteam zu machen. Insofern ist es jetzt auch kein, also jemand, der jetzt reine Lehre vertritt, würde sagen, das ist kein Scrum. Aber wir arbeiten, ich denke, ohne Abzüge an Effizienz, was die eigentliche Arbeit betrifft, in dem Projekt und an dem Projekt. Es funktioniert super. Ich kenne teilweise persönlich eine ganze Reihe von Teammitgliedern nicht bisher. Das ist ganz merkwürdig, aber es ist eine gängige Praxis, läuft gut. Die soziale Komponente, die befeuern wir so ein bisschen, machen so gemeinsame virtuelle Mittagessen oder auch mal Events und Kaffee trinken und irgendwelche Dinge, die wir nebenher machen, dass man auch mal ein paar, sag mal, persönliche Worte wechseln kann und ein bisschen was über die Menschen erfährt, ist natürlich unvollständig. Ich denke auch, wenn man wieder alle ins Büro dürfte, würden wir vielleicht virtuell weiterarbeiten, aber montags morgens irgendwie gemeinsames Frühstück machen und donnerstags um 4 das gemeinsame alkoholfreie Bier um 4 oder irgendwie sowas in der Form, um einfach Menschen besser zusammenzubringen. Ja, das kann ich bestätigen. Also mein Projekt, wo ich jetzt ein bisschen berichten will, das ist klassischer. Ne? Also wir haben als klassisches Scrum-Projekt gestartet. Das heißt, die Leute haben es getroffen. Dieser Teambuilding-Prozess, der hat bei uns noch stattgefunden. Und dann kam eben Corona-bedingt die Umstellung auf agiles Arbeiten. Da hatten wir Glück. Wir haben so ein paar Dinge schon vor der Corona-Krise eingeleitet. Zum Beispiel das Arbeiten mit dem Planner von Microsoft. Und weil wir gesagt haben, Erfolgsfaktoren, das wäre für mich so ein Erfolgsfaktor im Produktionsumfeld. Also die Leute aus der Produktion, die haben ja so ein gewisses Handwerkszeug. Ne? Also Planner ist vielleicht noch ein bisschen exotisch, aber Excel, das ist so eine Sache, die hat bei Heidelberg lange Tradition. Das kennen alle. Und wenn ich es schaffe, mit den bekannten Werkzeugen ein Stück weit weiterzuarbeiten, da ist die Hemmschwelle auch für so eine virtuelle Zusammenarbeit ist deutlich geringer. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir diese Teams dann ins Homeoffice schicken mussten, wenn die mit ihren alten Werkzeugen gearbeitet haben, dann war einfach die Akzeptanz deutlich höher, als wenn wir jetzt mit was Neuem da um die Ecke gekommen sind. Und der Ivo hat eben die soziale Komponente angesprochen, die ist auch bei virtuellen Teams sehr, sehr wichtig. Also gerade als Scrum Master muss ich mich da immer wieder ein bisschen zurücknehmen. So in den ersten 5 Minuten wollen die halt mal reden über das, was läuft gerade draußen. Hast du schon eine Corona-Impfung? Wie geht's dir gerade in deinem Homeoffice und. Und den Raum muss man lassen. Wir hatten heute Morgen gerade eine Retrospektive mit diesem Team, was im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Und da haben die auch nochmal alle gesagt, mehr oder weniger unisono. Also das ist ein tolles Team. Das macht uns richtig Spaß, miteinander zu arbeiten. Und die Art und Weise, wie wir das machen, die finden wir gut. Und was wir aber auch gut finden, dass wir eben nicht nur an irgendwelchen Excel-Tabellen kleben, sondern auch mal gemeinsam irgendwie ein bisschen reißen und zusammen lachen können. Also eine ganz, ganz wichtige Komponente, diesen Raum für die, ich habe es hier genannt, weiche Themen, der muss nach wie vor da sein. Okay, und damit wären wir am Ende unseres Vortrags. Fazit, wenn man fragt, Scrum im Produktionsumfeld, geht das? Ich würde sagen, ja. Also nicht nur das, sondern es ist aus meiner Sicht sehr gut geeignet, weil wir oft Projekte starten, wo wir das Ergebnis nicht kennen. Wir brauchen eine Lösung, zum Beispiel eine Änderung strukturell in der Produktion, aber erst im Projekt erarbeiten wir uns eigentlich, wie die Lösung aussieht und können dann erst über Kosten und Termine reden. Wir haben ein extrem hohes Commitment eigentlich der Kolleginnen und Kollegen, die in so Teams reinkommen. Also wir haben es noch nie gehabt, dass einer gesagt hat, was ein Blödsinn, was da soll ich arbeiten, mache ich nicht. Nie. Also wir erleben es, dass die Motivation im Team sehr hoch ist, auch die Aufgeschlossenheit sehr hoch ist, die erscheint mir höher zu sein als das, was ich aus Entwicklungsbereichen in anderen Unternehmen auch bei uns mitunter, wo es einzelne, sag mal, auch Kandidatinnen und Kandidaten gibt, die, sag mal, da einfach schwierig sind und das eigentlich nicht wollen und sagen, ich habe schon immer effizient und gut gearbeitet, kaum das erleben in der Form. Es ist dann eher das Thema Kappa, dass wir eben keine so Vollzeitprojektler haben und natürlich auch die Motivation von Menschen auf die Bretter geht, wenn sich keiner mehr für interessiert oder andere Teammitglieder abgezogen werden oder auf einmal Feuer löschen sollen woanders. Das ist eher der, sagen wir mal, Angriffspunkt bei uns, den man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Und und sicherlich auch so ein Projekt, was man aber in Projekten ohnehin tun sollte, aber manchmal halt vernachlässigt,
diese in der Initialisierungsphase sich auch mit den Auftraggebern, und da haben wir oft mehrere, klar zu werden, was will ich denn eigentlich überhaupt. Und ja, und unsere Erfahrungen sind da, ich sage jetzt mal, meistens gut. Und dort, wo sie nicht so gut waren, hatte das meistens irgendwas im Umfeld oder dass ich auch Dinge, auch so seine Gründe, die wir, sag mal, verstehen und versuchen auch vorher besser abzufangen, siehe Starterpaket. Und der andere Punkt ist, was ich denke, ich auch sagen kann, wenn die Rahmenbedingungen passen, das steht hier auf der Folie drauf, wenn die Rahmenbedingungen passen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was wirklich Gutes rauskommt, dass gute Ergebnisse rauskommen, die ist sehr hoch. Und wir haben das jetzt schon öfter erlebt, dass wir dann, wenn wir irgendwelche Sprint-Reviews gemacht haben, dann machen wir die mit einem großen Teilnehmerkreis, nehmen da bewusst auch sehr verschiedene Hierarchieebenen mit rein, bis zum Top-Management, dass wir da sehr, sehr gutes Feedback kriegen von den Leuten und sagen, boah, was ihr da mit der Mannschaft macht, das ist schon beachtlich. Ne? Also die Zahlen, die Ziele, die wir da erreichen, die geben uns recht. Und ich denke mal, wir werden an dem Thema Scrum im Produktionsumfeld bei Heidelberg auch in Zukunft weiterarbeiten. So, damit sind wir eigentlich durch und stehen für Fragen zur Verfügung. Ich würde jetzt wieder den Bildschirm entteilen. Ist das dann richtig? Darfst du tun. Du kannst ihn aber auch noch so lassen und ich schnappe ihn mir sonst später. Du kannst aber auch genau auf die Kamera so. Ja. Wir gucken lieber ein bisschen Gesichter, wenn es auch die eigenen sind. Sehr schön. Ja, vielen Dank, ihr zwei, für den sehr, sehr anschaulichen Vortrag. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, gerade einfach nochmal das Ganze aus einer völlig anderen Perspektive zu hören, aber auch zu sehen. Also auch die Fotos finde ich immer sehr, sehr anschaulich. Und vielen Dank für die Einblicke. Und ich muss sagen, ich finde das Wort Starter-Paket eigentlich ziemlich cool. Also weil das ist ja jetzt für die Teilnehmer vor allem auch eine super Anleitung für das, was sie auch für sich umsetzen können. Und das kann man tatsächlich auch so mit auf die IT tatsächlich auch oder auf sonstige Branchen auch transferieren. Ich habe hier jetzt ein paar Fragen gesammelt und ich fange mal an mit der ersten. Ich gucke hier so rüber, weil ich hier mein Fragentool einmal verschoben habe. Und zwar, wie funktioniert es denn, wenn ihr sagt, wir haben 1 bis 3 Tage immer pro Projektteam die Woche, den Fokus beizubehalten? Wie klappt es im Sinne auch von Tagesgeschäft und so weiter? Ich sag mal was dazu. Es ist natürlich nicht optimal. Man muss sich aber überlegen, wo kommen wir her? Wenn jemand klassisch bei uns im Projekt arbeitet, dann sitzt der da, dann klingelt das Telefon, da kommt der Nächste und dann arbeitet er mit unter in Zeitscheiben von Halbstunden und Stunden am Projekt. So haben wir vielleicht 2 Tage in Folge uns rausgeschält und auch mit dem Vorteil, dass die Kolleginnen und Kollegen im Team auch gerade da sind. Das heißt, ich muss nicht mit denen Outlook-Termine machen und muss mich oder telefonieren, ist nicht da und Rückruf, sondern es geht in den Tagen weiter. Und dann ist natürlich der Aufgabenwechsel da, dass wenn ich zum Beispiel Dienstags, Mittwochs Scrum mache, ich donnerstags vielleicht wieder mich um den Ausstoß in der Produktion kümmern muss oder irgendwelche anderen Dinge, die aufgelaufen sind und Mails und was weiß ich machen muss. Und ganz klar, diese Schnittstelle ist teilweise anstrengend, weil wir Leute auch drin haben, die wieder Regeltermine haben, wo wir die Entscheidung treffen müssen, auch mit dem wir sagen, nein, die sind dann eben jetzt nicht da. Und dann, ja, es gibt Spannungen da. Das muss man ganz offen so sagen. Aber das ist immer noch besser, also als das, was wir vorher haben. Nicht, natürlich würden wir uns 5 Tage alle im Projekt wünschen, aber das ist eben, wir sind kein Projektbereich, sondern eine Produktion. Ist sehr stark operativ geprägt, gemessen an dem Entwicklungsbereich. Das muss man einfach sich so vor Augen halten. Das ist auch das Feedback der Teammitglieder. Also gerade wenn ich mal an das Projekt von mir denke, NWC, da sind viele Spezialisten drin. Die werden extrem gefordert, weil es einfach die einzigen Leute sind, die bestimmte Fragestellungen schnell klären können. Jetzt haben wir von diesen 2 Tagen oder einen Tag oder wie auch immer, selbst der ist dann nicht komplett freigeschaltet, weil das Feedback der Mitarbeiter ist, ich bin viel fokussierter, ich bin viel mehr an der Sache, das ist genau was der Ivo sagt, als wenn ich ein normales Projekt mache. Also selbst diese eingeschränkten Rahmenbedingungen und das andere Thema ist natürlich diese, ist meine Kapazität da oder ist sie nicht da, wird natürlich im Scrum deutlich schneller sichtbar als bei einem normalen Projekt. Das heißt, wir können viel, viel schneller darauf reagieren, wenn irgendwelche Dinge aus dem Ruder laufen. Also von daher auch mit den Einschränkungen, die wir da haben, sage ich mal, ein absolutes Plus gegenüber der bisherigen Vorgehensweise. Ich muss sagen, dass wir auch Teams begleitet haben, die das auch auf so eine Range dann gelegt haben, wo gesagt wurde, hey, uns fällt es total schwierig, die Kapazitäten jetzt abzuknipsen sozusagen. Wir wollen aber trotzdem fokussiert und eben ja auch sequenziell arbeiten, quasi so wie ihr das auch gemacht habt. Und deshalb haben sie auch, das ist ein 2-Tage-Rhythmus gewesen sein, montags und dienstags dann eben Scrum-Entwicklung, der Rest eben Tagesgeschäft.
Und ich muss sagen, dass die Erfahrungen damit auch sehr positiv waren, weil alles andere, sind wir mal ganz ehrlich, ist auch relativ praxisfern, ne? Weil wir halt ja alle nicht nur ein Projekt haben, sondern wir sind in sämtlichen Dingen eingespannt und haben eben auch Tagesgeschäft zu bedienen. Dieses Event, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wusstet, ist ja auch durch eine Scrum-Entwicklung zum Beispiel entstanden und wir sind ja alle Mitarbeiter, das heißt, wir sind ja auch alle Consultants und Trainer und haben unseren Job ganz normal und haben dann aber zwischendurch auch wieder uns synchronisieren können. Also das war auch nochmal eine interne, auch sehr, sehr spannende Erfahrung tatsächlich. Und das ging auch so. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Dann wurde noch gefragt, welche Sprintlänge habt ihr denn? Also 2, 3, 4 Wochen, wie sieht es bei euch aus? Dann dadurch, ich würde sagen, 2 bis 4 Wochen ist Standard. Ich weiß jetzt auch bei unseren, da wo wir in Amstetten die Projekte machen, dann machen wir natürlich teilweise, wenn ich 2 Tage die Woche arbeite, sind 4 Wochen, 8 Arbeitstage, abzüglich, dass ich eigentlich den einen Tag mit Review, Retro, Planung und meistens, auch wenn das nicht den ganzen Tag dauert, aber im Großen und Ganzen ist der Tag so ein bisschen auch, da ist die, ich hätte gesagt, Birne dann auch ein bisschen leer. Und trotzdem haben wir teilweise aber auch, also deswegen ist eher der Hang zu 3, 4 Wochen und nicht 2 Wochen. Wobei ich habe teilweise sogar Projekte, die in der Größenordnung, zwar 8 Wochen liegen, weil naja, wir haben dann einen Tag pro Woche, ne? Dann wären dann 4 Wochen, wären 4 Arbeitstage. Mhm. Aber selbst die machen eine gute Arbeit. Also man darf nicht sagen, ja, das war alle 8 Wochen, da kann doch nichts mehr rauskommen. Da passiert eine ganze Menge, weil die Leute eben dann auch teilweise. Ton weg, ja. Gerade ist der Ton weg. Hier schrieb auch gerade schon jemand. Aber mich könnt ihr hören. Ihr könnt mir gerne mal kurz ein. Ach so, ja. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, jetzt kann man euch hören. Aber das Bild ist eingefroren. Vielleicht machen wir das einmal aus. So, ich habe euch jetzt einmal ausgeschaltet von der Kamera her. Könnt das ihr ist mich aber jetzt, hören? Was mich wundert, ist. Jetzt haben wir wieder die letzte Folie, ohne dass wir irgendeinen Mausklick. Okay. Ja, hören tun wir. Jetzt haben wir, okay. Jetzt haben wir dich auch wieder im Bild. Okay, das war so teilweise. Ja. Okay. Ich glaube, scheint wieder zu tun. Ja, okay, gut. Alles klar. Wunderbar. Danke auch für das Feedback im Chat, was hier gerade noch kam. Ja, okay. Genau. Dann hatten wir noch die Frage. Was habt ihr denn so Beispiele für so Spiel? Ihr nannte das, Karl-Heinz nannte das vorhin so Spielchen für das Teambuilding. Was macht ihr denn da an diesem Tag? Also wir haben beispielsweise so eine kleine. Das Internet ist schon wieder etwas angekratzt. Ich mach noch mal die Kamera aus von euch. Scheint nicht ganz so gut zu übertragen. Okay, ich bin gerade auch etwas Dem verbinden wir die Augen. Und jetzt haben wir ganz kurz, jetzt haben wir wieder das Thema, wir haben auf einmal keine Webcam-Bild oder so. Sind wir akustisch noch verständlich? Akustisch seid ihr wieder verständlich. Ich würde vorschlagen, wir lassen die Kamera aus, weil dann hört man euch zumindest. Okay. Alles klar. Also, wir haben dann einen ganz primitiven Aufbau und das Ziel ist, derjenige, der die Augen verbunden hat, der muss aus dem festgelegten Abstand diese Würfel oder Kugeln oder Bälle in den Papierkorb werfen. Und das Ganze so oft, also so viele wie möglich. Und das machen wir in 3 oder 4 Zyklen. Und dann machen wir so typisch Scrum, also das Team darf entscheiden, wie machen wir das. Und dann fangen die an und merken, oh, das geht aber ganz, ganz schwer, ne? Weil der arme Kerl, der verbundene Augen hat, der sieht ja nichts. Und dann überlegen sie sich Optimierungsstrategien. Die dürfen alles benutzen, was sie im Büro finden. Stühle, Schreibtische, Tafeln, Flipcharts. Und dann fangen die an, kreativ zu werden. Das ist genial. Also in diesen kurzen Phasen der Kreativität kommen die auf Ideen. Und was unheimlich gut zu beobachten ist, dieses Teambuilding, das ist die beste Maßnahme für Teambildung. Weil plötzlich sind alle Hierarchie, alle Bereichsgrenzen weg. Die haben nur noch das Ziel, erfolgreich zu sein. Und das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Und wenn man sieht, wie die sich über diese 3, 4 Iterationsleiten steigern, genial. Ja, Timeboxing und wilde Konstruktionen mit Trichtern aus Metaplan-Tafeln und so weiter. Also, das gibt's ganz
Sehr spannend. Sehr cool. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen eine letzte Frage und dann leiten wir langsam aus. Und zwar, Karl-Heinz, du hattest vorhin so ein bisschen bildlich noch beschrieben, dass ihr ja auch virtuelle Events jetzt habt, natürlich durch den ganzen Umbruch. Und dass es manchmal so ein bisschen schwierig ist, weil am Anfang immer die Leute noch so redebedürftig sind, weil sie ansonsten ja gar nicht so viel dazu kommen. Wie schaffst du es denn jetzt als Scrum-Master, dir die Aufmerksamkeit wieder zu gewinnen von deinen Teammitgliedern? Also erstmal, ich habe ja gesagt, ich musste mich dran gewöhnen, man muss da ein Stück weit diese Freiheit geben, man muss die zulassen. Ne? Also ich habe mir immer so eine Grenze gesetzt, so 5 bis 10 Minuten ist okay, danach wird es dann kritisch. Ne? Und man merkt dann aber auch, wie viel Emotionen da in verschiedenen Themen drin ist und so. Also ich würde mal sagen, das kriegt man irgendwie ganz gut vom Gefühl her hin. Und wenn dann aber der Scrum Master kommt und sagt, so, Männer und Frauen, jetzt müssen wir aber mal in die Bütt kommen, ne? So ein lockeres Sprüchlein dann präsentieren, dann sind die aber auch sehr schnell dabei. Also das klappt meistens sehr, sehr gut. Also da muss man dann die Rolle des Scrum Masters spielen und sagen, so, jetzt bin ich mal Chef und ich rufe euch wieder zur Ordnung. Das aber mit einem lockeren Sprüchlein, das klappt meistens sehr, sehr gut. Ja, es gibt vielleicht noch einen Tipp im Daily, dass man einfach 5 Minuten vorher aufmacht. Da kriegen ja alle meistens zumindest in Microsoft Teams dann meistens die Meldung, der und der hat die Sprechung gestartet. Und dann gibt es halt noch vorher die 3 bis 5 Minuten, wo dann, und da kommen dann doch immer 2, 3 irgendwie kommen schon und da kann man noch ein bisschen quatschen, bevor es eigentlich losgeht. Cool, auch guter Tipp. Danke euch zweien. Wie sieht's aus? Trifft man euch zwei gleich noch in der Speakers Corner? Das können wir machen. Ja. Ich weiß, das haben wir ja erfahren. Aber wenn wir jetzt was Spezielles tun müssen, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Hilfe. Quatsch, ihr müsst nichts Spezielles tun, aber falls ihr Lust habt und noch ein paar Fragen loswerden möchtet, trifft man ansonsten Karl-Heinz und Ivo noch auf der Speakers Corner oder auch ganz viele andere Speaker. Wer mag, wer das noch nicht kennt, schaut da einfach mal vorbei. Ich habe euch den Link gerade in den Chat geschickt und da kann man zumindest auch noch mal so ein paar Fragen loswerden, vielleicht noch nach ein paar Tipps fragen. Das ist ein sehr, sehr hilfreicher bzw. wertvoller Bereich. Gib mir einen kleinen Moment irgendwie. Da werden wir da noch mal vorbeischauen, denke ich, ne? Cool, danke schön. Wunderbar, da freuen Sie sich. Ich werde einmal noch mal kurz meinen Bildschirm übertragen. Sind wir immer noch auf Monitor Nummer 2? Okay, gut. Und zwar wollte ich auch noch mal ganz kurz mit euch einmal abschließen, den Vortrag abschließen sozusagen. Ihr hattet ja auch von Bildung erzählt und wie wichtig das eigentlich ist, dass man zumindest die gleiche Kompetenzen hat im Team. Und natürlich findet ihr mitreißende Scrum-Trainings bei der Serviu, ja, bei uns. Ihr könnt auch den QR-Code eingeben. Übrigens ist es ganz, ganz spannend, weil gerade für das Thema Scrum gibt es Gratis-Prüfungen von der PeopleCert. Das heißt, wer ein Scrum Master 1-Zertifikat von der PeopleCert erwerben möchte, der kann sich noch bis zum 31.05. einmal bei einem Training von der Serviu anmelden. Das ist egal, welches ihr da oben nehmt, also welches dieser beschriebenen Formate hier, aber ihr bekommt die Prüfung dann kostenlos von der PeopleCert geschenkt. Also, ganz, ganz cooles Teil, möchte ich mal meinen, und die Chance könnt ihr definitiv oder solltet ihr definitiv auch nutzen. Dann vielleicht noch, die Speakers Corner kennt ihr schon, dann vielleicht noch etwas anderes. Und zwar wollte ich nochmal auf die Ausstellerrallye aufmerksam machen. Wir haben ganz, ganz wunderbare Aussteller auch und machen da auch ein Gewinnspiel. Ziel ist es, die 7 Buchstaben zu finden an diesen Ständen und zu einem Wort zusammenzusetzen. Hat natürlich was mit Agilität zu tun, dann einzureichen. Und wenn ihr das eingereicht habt, seid ihr mit im Lostopf und ihr könnt unter anderem ein Massagegerät gewinnen, was für diese Zeit wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich ist, aber auch von Sonamedic ein Jahresabo. Ja, das war die App, diese Meditationsmusik-App. Eine sehr, sehr spannende App, wie ich finde. Und das sind sehr, sehr coole Dinge. Also seid einfach dabei. Und als nächstes gibt es von uns noch, beziehungsweise gibt es die Keynote von Christian Galbes, der Persönlichkeits- und Motivationsredner ist. Und er wird uns etwas sehr, sehr Spannendes erzählen. Also seid gerne dabei. Und später gibt es noch eine kleine Online-Simulation. Ja,
Vielen Dank, Ivo und Karl-Heinz, dass ihr da wart. Es war mir eine Freude, euch zuzuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der Speakers Corner. Wie gesagt, im Chat findet ihr den Link dazu. Das heißt, klickt ihn jetzt gerne einmal an. Ich logge uns nämlich gleich einmal aus. Ihr könnt es aber auch auf der Dame-Website finden, alles. Und klickt mal besser gleich drauf. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal. Danke. Vielen Dank für die Anmoderation. Und gern geschehen. Tschüss. Ciao.